Chuquicamata liegt in den Bergen der Atacama-Wüste, 2800 Meter über dem Meeresspiegel. Die meisten Einwohner kamen einst, weil sie in der Kupfermine Arbeit fanden. Und so trägt die Stadt den gleichen Namen, Chuquicamata. Täglich um 17 Uhr beginnen die Sprengungen in der Mine. Das bedeutet Stillstand für alle Lkw-Fahrer. Etwa 600.000 Tonnen Gestein werden täglich aus dem Berg gesprengt. Auf 3,80 Meter hohen Reifen rollt Raul dem nächsten Bagger entgegen, um das gesprengte Gestein aufzuladen. 200.000 Tonnen kupferhaltiges Gestein kommt so in den Produktionsprozess. Laufbänder transportieren die Brocken direkt in die Steinmühlen. Diese Anlage ist die weltweit größte ihrer Art. In den Steinmühlen werden die Brocken schrittweise kleiner als Sandkörner gemahlen. Bei der Flotation wird das zerriebene Gestein mit Wasser und diversen chemischen Substanzen gemischt. Dann wird die Brühe mit Luft aufgeschäumt und die Kupferpartikel schwimmen an die Oberfläche, wo sie abgeschöpft werden. Bis 1971 gehörte das Kupfervorkommen noch US-amerikanischen Firmen. Unter der Regierung Allende wurde der Weg für das Staatsunternehmen Codelco geebnet, der größte staatliche Kupferkonzern der Welt. Wer vor 20 Jahren hierher kam und bei Codelco Arbeit fand, erhielt ein eigenes Haus. Die Lage konnte sich jede Familie aussuchen. Die Mietkosten übernahm Codelco. Hinzu kamen Vergünstigungen im Supermarkt und vielseitige Freizeitangebote. Codelco baute Schulen, Kindergärten, Sportheime. Mit den Planierraupen in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts begann auch der Anfang vom Ende der Stadt. Heute hat die Mine die meisten Einwohner vertrieben und ihre Häuser zerstört. Die neue Heimat der Minenarbeiter, Calama. 2000 Häuser sind allein in diesem Jahr entstanden. In den mehr als 100 Jahren, die seit dem Beginn des Abbaus in Chuquicamata vergangen sind, wurden mehr als 18 Millionen Tonnen Kupfer produziert. Weitere 90 Millionen Tonnen soll die Erde in den nächsten 100 Jahren hergeben. Die sogenannten Crusher sind die erste Station, an denen das Gestein zerkleinert wird. Das gewonnene Kupfergranulat kommt in die Hochöfen. Bei einer Temperatur von 1300 Grad Celsius wird es geschmolzen. Schmelzer ist der härteste Job in der Mine.
Nach dem Schmelzen kommt das flüssige Kupfer in die Gießerei. Hier werden Kupferplatten gegossen. Diese sogenannten Kupferanoden haben schon einen Reinheitsgrad von 99,7%. Dann beginnt die letzte Stufe der Kupfergewinnung, die Elektrolyse. Dazu werden die Anoden in eine schwefelsaure Lösung gehängt und an einen Stromkreis angeschlossen. Das Kupfer löst sich von der Anode und wandert zur Kathode. Die in der Schwefelsäure unlöslichen Elemente und Metalle sondern sich ab. Zwölf Tage dauert dieser Prozess. Es entsteht dabei das reinste Kupfer, das es auf dem Weltmarkt gibt. 99,9%. Diese Reinheit macht das Kupfer aus Chuquicamata zum hervorragenden Wärme- und Stromleiter. Per Hand lösen die Arbeiter die in der Elektrolyse gewonnenen Kupferkathoden. Um sich zu schützen, sollen alle Arbeiter Atemmasken tragen. So lautet die Sicherheitsempfehlung. Nicht alle halten sich daran. Codelco macht es nicht zur Pflicht. Vor allem die Jüngeren verkennen die Gefahr für ihre Gesundheit, obwohl die meisten die möglichen Konsequenzen im Alter kennen. Das Kupfer ernährt nicht nur die Familien der Minenarbeiter. Chiles gesamte Wirtschaft ist von dessen Export abhängig. Das Metall verlässt Chuquicamata mit dem Zug auf dem Weg zum nächstgelegenen Hafen. 180 Kilometer trennen die Mine vom Pazifik. Der Hafen von Antofagasta gehört zu den größten pazifischen Handelshäfen Südamerikas. Von hier bringen Frachter das Kupfer in alle Welt. Gehandelt wird der Rohstoff an den drei Metallmärkten in London, New York und Shanghai. Wenn das Kupfer auf die Containerschiffe geladen wird, ist es bereits in alle Welt verkauft.